Herzlich willkommen zu Standpunkte TV, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder dabei sind beim Talkformat der Metall- und Elektroarbeitgeber in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und im nordwestlichen Niedersachsen. Nordmetall und seine Gäste, wir wollen heute über das Nadelöhr Norddeutschland diskutieren, der Infrastrukturausbau, der Verkehrswege und die schwierigen Folgen. Aber tausende Staukilometer mit riesigem Zeitverbrauch und die Kraftfahrer und die volkswirtschaftlichen Schäden im ganzen Norden stöhnen unter diesem Effekt. Eine unpünktliche und vielfach auf alten Schienenstrecken fahrende Bahn, Wasserwege, die wie die Elbe nicht mehr tief genug sind oder wie der Nord-Ostsee-Kanal mit seinen Schleusen gerade erneuert werden müssen. Kein Zweifel, die Erneuerung ist überfällig, aber sie ist schwierig. Sie dauert und sie fordert sehr viel Geduld von uns allen. Darüber wollen wir heute Abend reden mit vier kompetenten Gästen. Gunter Bonz ist bei uns, herzlich willkommen, Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg. Sie kritisieren eine falsche Verkehrspolitik hier in der Stadt, aber auch im Umland, die schuld letztlich daran sei, dass es zu diesen Problemen kommt. Unsere Kritik richtet sich nicht gegen die Tatsache, dass Baustellen eingerichtet werden. Die sind notwendig, weil die Verkehrsachsen in die Jahre gekommen sind und auch nicht immer ordnungsgemäß unterhalten worden sind. Auf der A7 sagen wir sogar ausdrücklich, das funktioniert sehr gut, was dort geleistet wird unter laufendem Rad, ist exorbitant und ist, glaube ich, maßstabgebend. Der Baustellenkoordinator Merl dort macht einen hervorragenden Job. Und ich sage immer unseren Kunden und unserer Wirtschaft, das müsst ihr unterstützen, denn das kommt uns letztlich auch zugute. Das Problem in Hamburg ist, dass man parallel in den letzten 3 Jahren über 22.000 Baustellen eingerichtet hat und damit das innerstädtische Verkehrsnetz zum Erliegen gebracht hat. Nochmal, über 22.000 Baustellen. Da liegt das Problem. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Bernd Buchholz ist bei uns, Verkehrs- und Wirtschaftsminister in Kiel und Schleswig-Holstein seit einem guten Jahr im Amt. Ihre Partei, die FDP, hat ja die Vorgängerregierung immer scharf kritisiert, wegen der Verkehrspolitik auch. Jetzt nach einem Jahr haben Sie jetzt die Erkenntnis gewonnen, dass die Bretter doch sehr dick sind, die da zu bohren sind? Oder glauben Sie, also jetzt haben Sie schon ganz viel bewegt? Die Bretter sind dick, die man zu bohren hat, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber die Versäumnisse der Vergangenheit sind eben wahnsinnig groß und die müssen wir jetzt aufarbeiten. In Wahrheit haben, und das ist nicht nur eine Vorgängerregierung, sondern viele Vorgängergenerationen die Infrastruktur sträflich vernachlässigt. Und zwar nicht nur auf der Straße, auch an der Wasserstraße, auch bei der Schiene. Es ist einfach viel zu wenig Geld in Infrastrukturmaßnahmen geflossen. Ich erinnere mal daran, dass vor Jahren Leute noch Rückbau von Straßen gefordert haben. Und entweder fehlte der politische Wille oder es fehlte das Geld. Jedenfalls ist zu wenig gemacht worden. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, diesen Stau aufzulösen, Investitionen hochzufahren und zu sehen, dass wir die Infrastruktur wieder in einen richtig guten Zustand bekommen. Das ist nicht leicht, aber machbar. Frank Willizoll ist bei uns, Geschäftsführer des Verbandes Straßengüterverkehr Logistik in Hamburg. Die Spediteure sind ja offenbar schon so weit, dass sie wegen der regelmäßigen Zeitverluste, die man so bei den Wegen durch und um Hamburg braucht, Sonderzuschläge jetzt einführen, nicht? Weil das besonders zeitraubend ist, oder? Also das, was wir in den letzten Jahren, aber auch gerade jetzt im Frühjahr erlebt haben, in und um Hamburg, tut weh. Tut weh allen Segmenten. Wir kommen nicht voran. Die Betriebe sind darauf angewiesen, dass zeitnah geliefert, angeliefert, abgeliefert werden kann. Ich nenne mal als Beispiel den Großraum- und Schwertransport, der zunehmend den Hamburger Hafen nicht mehr erreichen kann. Das bedeutet, es wandert Ladung ab und Ladung kommt nicht so schnell zurück nach Hamburg. Wir haben abgelastete Brückenbauwerke, permanent abgelastete Brückenbauwerke. Es ist uns nur als Beispiel nicht gelungen, über die Norderelbbrücke eine 44-Tonnen-Regelung für den Schwerverkehr als Durchläuferregelung hinzubekommen. Das sagt viel aus über den Zustand der Hamburger Brückenbauwerke und Straßen. Und insoweit sind Verluste im täglichen Geschäft gegeben und die müssen letztendlich an den Kunden weitergegeben werden, sodass der Unternehmer machen kann. Axel Weidner ist bei uns, herzlich willkommen, Familienunternehmer einer mittelständischen Traditionsfirma aus Lübeck, Mankenberg, Armaturenbau. Sie sitzen direkt an der A1 und sind da ja vor langen Jahren hingezogen, weil das vielleicht ein Vorteil sein würde und vielleicht auch lange gewesen ist. Aber die Zeiten haben sich geändert, oder?
Ja, wir sind Anfang der 90er Jahre in das größte Gewerbe- und Industriegebiet Schleswig-Holsteins gezogen, Lübeck-Roggenhorst, direkt am Autobahnkreuz A20. Und ja, das war eine schöne Zeit. Ja. Ich habe es mal ausgerechnet für das heutige Gespräch. Wir bewegen relativ wenig Last. Das ist gar nicht so gut für die Spediteure, weil wir kommen mit einer Tonne Last eingehend und ausgehend pro Jahr pro Mitarbeiter aus. Also ein ganz lastarmes Gewerbe. Aber trotzdem, wir haben ungefähr 200 Mitarbeiter. Das sind ungefähr 130 Autos, die jeden Tag einrollen in den Hof. Jedes dieser Autos hat eine Tonne, so ungefähr. Das sind enorme Mengen auf der Straße, die einfach passieren, um die Mitarbeiter ins Haus zu bekommen. Das ist die Straßenseite. Die andere Seite ist der ÖPNV. Als wir damals in den Anfang der 90er in das Gewerbegebiet zogen, gab es bei uns eine Busendhaltestelle. Da stand immer ein Bus, auch bei Regen, da konnte man einsteigen. Alle 20 Minuten fuhr ein Bus, manchmal auch öfter. Jetzt ist es alle Stunde. Eine Linie, die fährt schnell durch. Das ist deutlich verschlechtert. Und die Planung ist ebenso. Das ist der regionale Nahverkehrsplan. Der sieht vor, dass die Industrie um 6.30 Uhr beginnt. Nach Tarif tut sie das aber um 6 Uhr. Das ist also alles nicht so einfach. Also ist die Autobahnanbindung nicht mehr so der Vorteil, der sie früher mal war, oder das Gewerbegebiet. Das ist, glaube ich, bei Ihnen genauso wie bei vielen anderen auch. Meine Damen und Herren, bevor wir hier weitersprechen, wollen wir uns mal umschauen, wie es sozusagen auf diesem Schlachtfeld Straße in Norddeutschland, um es mal etwas flapsig zu formulieren, mittlerweile aussieht und was an manchen Stellen vor allem noch verbessert werden kann. Ja, das hinter mir, das sind die Reste der alten Fahrbahn der A1 auf Höhe von Lübeck. Diese Autobahn muss, wie viele andere im Norden, saniert werden. Und diese verschiedenen Baustellen, die brauchen natürlich eine passgenaue Koordination. Es ist eine Herausforderung nicht nur für die Autofahrer. Ich treffe mich mit Jens Sommerburg. Er erklärt mir genau, welche Arbeiten hier notwendig sind. Ja, wir stehen jetzt mitten auf der A1 und das können wir, weil diese Fahrspur gesperrt ist. Hier wird gebaut. Herr Sommerburg, was passiert hier gerade? Also hier, wo wir stehen, wird die Fahrbahn einmal komplett rund erneuert. Das heißt, wir nehmen die alte Fahrbahn komplett weg, bis zu 80 cm tief und stellen sie dann einmal komplett neu wieder her. Also im Grunde genommen wird hier die Autobahn einmal komplett neu gebaut. Wir sind also auf der A1 5 Kilometer, auf der A226 sind es 1,5 Kilometer, 68 Millionen kostet das ganze Projekt. Das dauert deswegen so lange, weil wir hierbei nicht nur die Straße einmal komplett rund erneuern, das heißt von Grund auf wieder neu aufbauen, sondern wir haben ja wir werden hier auch aktive Lärmschutzmaßnahmen durchführen. Das heißt, der vorhandene Lärmschutz für Bad Schwartau wird erneuert und in Teilen erhöht. Er wird mit einem offenporigen Asphalt, also einem sogenannten Lärmasphalt, lärmenden Asphalt entsprechend versehen, dass man also auch die Lärmemissionen direkt am Ort schon letzten Endes erfolgreich bekämpft. Und das ist auch ein Stück weit mit Bauzeit bestimmend. Wir haben hier 13 Brückenbauwerke in diesem relativ kurzen Streckenabschnitt, die alle angefasst werden. Sie werden zum Teil instand gesetzt, zum Teil erneuert. Wir haben hier aber auch 3 Brücken dabei, wo entweder der Überbau abgerissen und neu gebaut wird und eine Brücke wird sogar komplett neu gebaut. Nicht nur bei Lübeck auf der A1 wird kräftig gebaut, sondern auch in Hamburg. Mein Weg führt mich also jetzt zu Christian Merl. Er ist für die Koordination im Großraum Hamburg zuständig. Herr Merl, auf diesem Plan sehen wir die Hamburg und den Großraum Hamburg umspannenden Autobahnen. Und ich als Autofahrer habe das Gefühl, da wird überall gebaut. Ist das ein Trugschluss? Das ist ein Trugschluss, ja, weil wir müssen unterscheiden zwischen Ausbaumaßnahmen, Neubaumaßnahmen und Instandsetzungsmaßnahmen. Wir haben ja die Situation in Hamburg, das sieht man auf dem Plan, glaube ich, sehr, sehr gut, nur 2 wirkliche Achsen. Wir haben die A1 zur Verfügung und die A7. Und natürlich ist eine Baustelle immer ein Thema bezüglich Verkehrsfluss, wobei die A7 weit besser läuft, als alle zu Beginn der Maßnahme prognostiziert haben. Wir kriegen enorm viel Verkehr drüber oder anders ausgedrückt, wir haben im Bereich Stellingen am Tag eine Belastung von 155.000 Kfz. Das ist die größte Belastungsspitze an der A7 gesamt. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und trotz Baumaßnahme kriegen wir es hin, dass wir den Verkehr abwickeln. Natürlich haben wir daneben eine A1, die uns als Bypass dient.
Und wenn die A1 dann schwächelt oder wenn Maßnahmen getroffen werden müssen, dann tut das weh, das ist richtig, aber dann müssen wir die Maßnahmen schnell und kompakt umsetzen und dann läuft sie wieder. So werden wir auch jetzt mit diesem Wochenende die Baustelleneinrichtung an der A1 ja machen, damit wir den Schaden an der Richtungsfahrbahn Süd, da steht immer die 80 sehr zum Ärgernis der Nutzer, damit wir dort die A1 wieder herrichten, damit sie leistungsfähig bleibt für die Zukunft. Autofahrer müssen sich also noch etwas gedulden, bis die Arbeiten an den Autobahnen abgeschlossen sind. Ja, hier an der A1 Höhe Lübeck läuft der Verkehr, obwohl wir gerade Freitagvormittag haben. Und wir hoffen, dass es auch auf den anderen Bauabschnitten in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein bald wieder freie Fahrt gibt. Ja, zurück im Studio, meine Damen und Herren. Nadelöhr, Norddeutschland, der mühsame Ausbau der Infrastrukturwege. Lassen Sie uns doch vielleicht mal auf ein, zwei konkrete Punkte kommen. Die Fehmarn-Belt-Verbindung, davon reden wir, glaube ich, jetzt 20 Jahre. 2028 soll sie jetzt als Tunnel endlich mal kommen. Die wäre ja, wenn sie endlich da wäre, eine echte Erleichterung, um den Weg nach Skandinavien, von Skandinavien nach Skandinavien zu erleichtern. Wird das was? Werden Sie das im Amt noch erleben? Werden das Ihre Kinder erleben? Also ob ich das im Amt erlebe, dass es fertig gebaut ist? Ich kann jetzt mal gerade eine Legislaturperiode überschauen und die endet bei uns 2022. Da wird sicherlich nichts fertig gebaut sein als Fehmarn-Belt-Querung. Aber wir werden am Ende dieses Jahres den Planfeststellungsbeschluss, nach vielen, vielen Jahren, den Planfeststellungsbeschluss für den Tunnel haben. Und die Eisenbahn ist dabei, immerhin mit den ersten Planunterlagen für die Hinterlandanbindung dieser Beltquerung auch zu sorgen. Und ich bin da frohen Mutes, dass jedenfalls die Planrechte, die Baurechte dann endlich vorliegen. Denn in der Tat, diese Verbindung ist nicht nur für die Metropolregion Hamburg, für Schleswig-Holstein, für Skandinavien eine riesengroße Chance. Metropolen Kopenhagen, Hamburg, aber auch ganz skandinavische Verkehre mit dem zentraleuropäischen Festland zu verbinden. Und wir wissen nun mal auch überall da, wo solche Verkehrswege entstanden sind, da hat auch die Wirtschaft profitiert, da haben auch die Menschen profitiert, da sind Arbeitsplätze entstanden. Ich sag mal, kaum eine Autobahnabfahrt, auch wenn das jetzt nicht mehr der zentrale Vorteil für Sie ist, aber kaum eine Autobahnabfahrt ohne ein ordentliches Gewerbegebiet. Diese Chancen müssen wir nutzen und deshalb bin ich ganz frohen Mutes, dass wir da jetzt erstmal Baurechte schaffen. Dann wird in der Regel in Deutschland ja gegen sowas geklagt. Dann werden wir sehen, wie wir vor Verwaltungsgerichten die Planungen durchstehen und dann kann angefangen werden zu bauen. Insoweit. Aber ist das nicht ein Musterbeispiel dafür, wie wir uns eigentlich Verfahrensstrukturen, Planungsstrukturen in Deutschland leisten, die überhaupt nicht mehr akzeptabel sind? Also ich meine, so lange an sowas rumzuplanen und zu bauen, die Dänen lachen sich doch tot, wenn sie sehen, was wir hier machen, oder nicht? Ist das nicht so? Nicht nur die Dänen. Wer noch? Die Holländer lachen sich zum Beispiel oder freuen sich, dass wir, was die Fahrrinnenanpassung Elbe angeht, 17 Jahre brauchen, weil das denen in die Karten spielt. Die Belgier freuen sich, weil denen das in die Karten spielt. Antwerpen. Stichwort Antwerpen. Wenn Sie Industriegebiete in Süddeutschland angucken, die Franzosen freuen sich mittlerweile, weil das in Deutschland Erweiterungen schwierig sind. BASF-Werk in Ludwigshafen will sich erweitern, kann nicht wegen der Wasserrahmenrichtlinie. Da freuen sich die Saudis, weil die Erweiterungswerke jetzt in Arabien stattfinden. Also wir haben uns hier festgebuddelt im wahrsten Sinne des Wortes im Planrecht. Und wenn das nicht geändert wird, dann werden wir industriell und wirtschaftlich weiter nach unten gehen. Brauchen wir denn nicht eine Initiative von der Landesregierung Schleswig-Holstein oder von Ihrer Partei im Bundestag, um mal zu sagen, wir brauchen mal eine Verschlankung dieser Planrechtsstrukturen? Wir brauchen Planungsbeschleunigung. Ja. Und die Initiative gibt's. Die gibt's? Ja, die gibt's. Und es gibt liegt sogar, die gerade? In der Tat, die liegt im Deutschen Bundestag. Ja. Und es gibt aber auch, das muss man jetzt der Fairness halber sagen, auch von der aktuellen Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Planungsbeschleunigung. Auch da hat man eine ganze Weile lang mit langen Kommissionen getagt, viel zu lange aus meiner Sicht, weil man hätte bestimmte Dinge auch noch schneller auf die Reise schicken können. Es ist auch nicht so, dass die dort vorgeschlagenen Maßnahmen mir ausreichend erscheinen. Was ich fehlt? Ja, wir werden einfach dazu kommen müssen, dass wir diese ewig langen Verfahren anders abkürzen können. Wenn einer eine Einwendung hat, dann soll er damit gehört werden. Aber wenn er sie dann am Anfang nicht vorträgt und er könnte sie vortragen, dann muss er auch mal draußen sein. Also eine Beschneidung des Verfahrensklagerechts. Ja, oder jedenfalls etwas, wo man sagen muss, wer einmal sein Argument vorgetragen hat, das Argument ist abgewogen worden, der ist dann aber auch bitteschön gehört und die Abwägung hat stattgefunden. Ich habe heute damit zu kämpfen, ob beim Fehmarn-Belt, bei der A20 oder anderen, dass Naturschutzverbände, aber auch Anwälte
Anwälte sich mit Dingen nochmal auseinandersetzen, ganz zum Schluss eines ganz späten Verfahrens. Ich muss dann neues europäisches Recht anwenden, wie so eine Wasserrecht-Rahmenrichtlinie. Gunter Bonz hat es gesagt, ein Riesenapparat, keiner hat Erfahrung damit, wie sie anzuwenden ist. Alles wird vor Gericht beklagt. Und jetzt muss man eben auch eins mal sagen, im Unterschied zu vielen Ländern um uns herum, die Klagfreudigkeit und die Betroffenheit in Deutschland gegen Infrastrukturmaßnahmen vorzugehen, die ist eben auch besonders groß. Und das ist nicht Recht und das ist nicht Politik, sondern es sind Menschen, die ihre Rechte wahrnehmen. Dagegen ist ja nichts vom Grundsatz her einzuwenden. Aber wenn die Gemeinschaft darunter leidet, dann muss man Planungsbeschleunigung vornehmen. Haben Sie genug Unterstützung in Lübeck zum Beispiel, wenn Sie zum Bürgermeister oder zum Stadtparlament gehen und sagen, liebe Leute, wir brauchen ja mal einen besseren ÖPNV. Ihr erzählt uns immer, nicht jeder soll mit dem eigenen Auto kommen, aber die Busanbindung klappt nicht mehr. Also passiert da was in der Stadt, im Landkreis drumherum? Das sage ich Ihnen im halben Jahr. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben es vorgetragen, wir sind gehört worden. Aber ob sich denn Dinge ändern, das kann ich im Moment noch nicht sehen. Wir Lübecker haben ja ein sehr schönes Beispiel von Planungsmissständen. Wir haben mitten in der Stadt eine große Brücke, die Possehlbrücke. Possehlbrücke, genau. Die wird seit 3 Jahren bebaut und die eine Seite ist schon fertig. Nach drei Jahren, ja. Da gab es ein bisschen technische Probleme wohl und eine gewisse Auseinandersetzung mit der Baufirma. Und ein zentraler Stau mitten in der Stadt. Die Lübecker freuen sich auf die Modernisierung der Bahnhofsbrücke. Die ist noch zentraler und noch stärker befahren. Und alle sind gespannt, wie das geht. Es ist alles total eng. Mal sehen, ob es dann anders geht oder ob es so sein muss. Liegt das denn daran, dass in der Tat mittlerweile zu wenig Ingenieure, Beamte vernünftig planen, so wie es Ihr Vorgänger, glaube ich, mal im Landtag in Kiel erzählt hat, als es um die Rader Hochbrücke ging? Also gibt es da einfach zu wenig Kompetenz und Betriebsamkeit in den Behörden? Oder muss das alles an Private vergeben werden? Oder was können wir tun, um das zu beschleunigen? Dass Planungskapazitäten insgesamt knapp sind, ist kein Geheimnis. Ingenieursausbildung, da fehlt es ein gutes Stück dran. Also wir haben zu wenig Ingenieure in der Vergangenheit ausgebildet. Da müssen wir mehr tun dafür. Tun wir auch als Landesregierung zum Beispiel. Neuer Lehrstuhl an der Fachhochschule Kiel, um Bauingenieure auszubilden. Eines der ersten Maßnahmen, die wir auf die Reise geschickt haben, weil diese Planungskapazitäten fehlen. Aber in Wahrheit gehört natürlich auch dazu, solche Planungsprozesse insgesamt, wenn Sie sich einfach mal so einen Planungsprozess für so ein Autobahnteilstück ansehen. Es beginnt damit, dass Sie anfangen müssen zu sagen, wir müssen erstmal die ganze Vegetation kartieren. Und zwar über eine Vegetationsperiode. Das ist ein ganzes Jahr. Und die Tatsache, dass Sie kartieren müssen, müssen Sie europarechtlich ausschreiben. Bevor Sie also anfangen zu planen, müssen Sie 1,5 Jahre vorher eine Ausschreibung machen, kartieren, dann haben Sie die ganze Pläne und dann beginnt erst die Planung. Und diese Planung dann, die nehmen dann erst die Planer und die Fachleute vor. Es ist wahnsinnig komplex bei uns, wahnsinnig lang und es wird an jeder Stelle eben auch hinterfragt und beklagt. Und machen das die zitierten Franzosen, Holländer und Belgier auch so? Der Unterschied, jedenfalls kann ich das aus der europäischen Hafensicht sagen, zwischen Deutschland und allen anderen EU-Ländern liegt im Gerichtsverfahren, was Minister Buchholz ja eben zu Recht angesprochen hat. Nur in Deutschland findet eine ganz tiefe materielle Überprüfung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung durch die Gerichte. Das gibt es an keinem anderen EU-Staat. Dort wird geguckt, ob Verbände beispielsweise ordnungsgemäß beteiligt worden sind, ob sie gehört worden sind und ob man sich mit ihren Einwendungen sachgerecht auseinandergesetzt hat, egal wie die Entscheidung aussieht. In Deutschland wird die Entscheidung als solche inhaltlich materiell durch die Richter überprüft. Da liegt das Problem. Das bedeutet, dass die Verwaltungsbehörden bei Beginn der Planung dieses im Kopf haben, um keine Fehler zu machen. Und deswegen ist über die Hälfte der Planungskapazitäten bei Projekten heute nicht die ingenieurstechnische Leistung, sondern die gesamte umwelt- und verbandsmäßige Abwicklung. Und daran leiden wir. Ein historisches Beispiel. Planung, Finanzierung und Bau des Nord-Ostsee-Kanals haben unsere Großväter in gut 8 Jahren hingekriegt. Die meistbefahrenste Wasserstraße der Welt, heute noch. In 8 Jahren. Allein die Planung, die Erstellung der Planungsunterlagen für die Elbvertiefung in umweltrechtlicher Hinsicht hat mehr als 8 Jahre gedauert. Das zeigt, welchen Wahnsinn wir uns heute leisten. Das ist aus dem Ruder gelaufen. Wir sind total aus dem Ruder. Ich bezeichne immer das deutsche Planungsrecht wie ein altes Haus.
das ist so eine Ruine, das kann nur noch abgerissen werden und neu gebaut werden. Das können Sie nicht mehr sanieren. Ist das nicht alles gerade für das Speditions- und Logistikgewerbe auch ein erheblicher Standortnachteil mittlerweile? Absolut, nicht nur das für das Transportlogistikgewerbe, sondern auch für die verladende Wirtschaft. Der verladende Unternehmer, der Hersteller, der Produzent überlegt sich schon, ob er Maschinen- und Anlagenbau hier in Deutschland auch am richtigen Fleck ist. Und eine Veränderung im Planungsrecht, wir haben das schon vor 8 Jahren, Verbände aus Hamburg und Schleswig-Holstein gefordert, vielleicht müssen wir da auch differenzieren, dass zumindest für die wichtigsten Infrastrukturprojekte dieser Republik ein anderes Planungsrecht geschaffen wird. Das muss schneller gehen. Ob das Elbvertiefung ist, ob das Autobahnen wie die A20 sind, das sind Kernelemente der Infrastruktur in Deutschland. Da muss es ein anderes Planungsrecht geben, das die Politik gefordert, möglicherweise auch in Brüssel gefordert, dort zu agieren und die Bedingungen zu verändern und daran anschließend auch das Vergabeverfahren. Das dauert ja dann auch noch wieder ein halbes Jahr, wenn wir denn mal durch sind, bis wir die Vergabe abgeschlossen haben und der erste Bagger auf der Elbe ausbaggert oder der erste Spatenstich irgendwo im Land gesetzt wird. Klar, es ist fatal, nicht nur für die Betriebe. Und meine Sorge geht auch ein Stück weit in die gesamte Wirtschaft hinein, dass wirklich, und der Maschinen- und Anlagebau sagt das, ich wiederhole nochmal Großraumschwertransport. Wir hatten früher mal von Siegen bis Hamburg eine Transportstrecke für den Großraum von Schwertransport von 400 Kilometern. Das hat sich verdreifacht. Das hat sich verdreifacht, weil überall im Netz Restriktionen da sind, auf Brücken, auf Autobahnen, wo nicht mehr gefahren werden kann. Und da überlegt sich der Anlagenbau schon. Bleibe ich in Deutschland, gehe ich nach Holland, gehe ich nach Rotterdam, in die Gegend, dann habe ich meine Sachen gleich weg. Ist nicht, wenn man so eine schwierige Bilanz ziehen muss, es eigentlich kaum noch zu schaffen, zu sagen, wir müssen auf der einen Seite Planungsrecht erneuern, Infrastruktur erneuern und dann haben wir auch noch eine Verkehrs- und Energiewende und machen also jetzt E-Highways, haben Sie, glaube ich, neulich da gerade so Richtung Lübeck so einer auf den Weg gebracht und so und wollen also jetzt Elektrifizierung der Autobahn und dann müssen wir gucken, dass also da noch weniger Diesel fährt und so. Das ist ja noch eine Herausforderung. Also mal keine zusätzliche Komplexität, die da reinkommt. Ich meine, wir ist müssen es nicht? Es ist nicht. Also wir machen auf einer Autobahn über eine Strecke von 2x5 Kilometer Nord-Süd-Richtung ein Fahrdraht oben drüber und probieren mal aus, ob Lkw-Verkehre mit einem Pektographen obendrauf Akkus laden können im laufenden Betrieb bei einer Geschwindigkeit, mit der sie laufend fahren. Das ist innovativ. Das müssen wir machen. Aber und auch dafür gesagt, muss die Autobahn wahrscheinlich erstmal wieder teilgesperrt werden, um das gebaut zu werden. Dafür mussten wir Planrecht erzeugen, aber das war bei einer bestehenden Autobahn relativ einfach. Ja. Also da war kein großes Planfeststellungsverfahren erforderlich, das haben wir einigermaßen gut hinbekommen. Also ich sag mal, wir müssen ja auch innovativ bleiben dabei. Wir können als Deutschland nicht einfach nur sagen, wenn wir die Infrastruktur wieder in Zustand bringen, der einigermaßen gut ist, dann hat es damit getan. Sondern wir müssen ja auch zukunftsweisend sagen, hey, wir wollen hier neue Technologien ansiedeln. Wir hier sind uns in Wahrheit alle einig, was das auch für die Wirtschaftskraft des Landes bedeutet, dass solche Gefahren bestehen, dass Unternehmen abwandern, woanders hingehen oder sagen, die Dinge sind schwierig. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass in der Gesamtgesellschaft viele Kräfte da sind, die sagen, nein, wir wollen die ökologischen Belange ganz explizit hochhalten, wir wollen sie einzeln hinterfragen und wir wollen auch von den Verwaltungsgerichten mit jeder einzelnen Haselmaus, mit jeder Fledermaus, die irgendwie tangiert ist, die wollen wir da zum Thema machen. Das ist Demokratie an der Stelle. Wir können immer nur wieder darauf hinweisen, welche Auswirkungen das hat für die Wirtschaft, welche Schwierigkeiten das macht auch für so einen Standort hier im Norden der Republik. In Rotterdam haben man sich zusammengesetzt, auch mit Naturschutzverbänden auf holländischer Seite und hat ins Meer raus einen neuen Hafen gebaut. Ich stelle mir mal vor, wir hätten das in Deutschland irgendwo passiert. Undenkbar. Das würde wohl nichts werden. Deshalb, mein Werben ist dabei, auch in die Bevölkerung rein zu sagen, Leute, es geht nicht nur darum, auf der einen Seite, wir wollen ja nicht, kommen ja aus einer Jamaika-Koalition, wir wollen ja Ökologie und Ökonomie zusammenbringen. Die Überbetonung des Themas Ökologie oder die einseitige Betonung, die muss endlich mal wieder in Einklang gebracht werden mit den Mobilitätsinteressen und mit den Wirtschaftsinteressen eines Landes. Darum geht es. Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, weder in die eine noch die andere Richtung. Da sind wir doch automatisch eigentlich beim Stichwort Bahn. Ja, wenn man also Verkehrs- und Energiewende und Beschleunigung auch des logistischen Transports in diesem Land ernst nimmt, dann müsste man ja doch wirklich endlich das, wovon ja Jahren und Jahrzehnten geredet wird, nämlich mehr auf die Schiene zu bringen, auch mal umsetzen. Aber nach wie vor ist es, glaube ich, nicht mal ein Fünftel des Frachtverkehrs, der über die Bahn abgewickelt wird. Woran liegt denn das?
Ja, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen. Eines der großen Projekte dafür im Lande Schleswig-Holstein ist die Fehmarnbeltquerung. Die ist ja nicht nur eine Straßenquerung, sondern ist vor allem eine Bahnquerung. Sie soll Güterverkehre, große Güterverkehre, 800 Meter lange Züge durch den Tunnel durch nach Zentraleuropa bringen. Ja. Aber plötzlich und unerwartet sind Naturschutzverbände dann auch da auf dem Baum und sagen, oh Gott, wie kann man das alles machen? Obwohl wir da genau das machen, was eigentlich verlangt wird, nämlich Güterverkehre sehr stark auf die Schiene zu bringen. Und wenn dann vor Ort persönliche Betroffenheiten sind, verstehe ich das ja auch. Deshalb haben wir eben auch da viele Verfahren. Aber es stimmt nicht ganz, dass wir nichts tun an dieser Stelle. Wir versuchen schon vieles auch der Verlagerung. Wir wissen nur zum Beispiel in Schleswig-Holstein auch, die Güterverkehre werden so zunehmen, dass auch wenn wir viel auf die Schiene verlagern, wir brauchen eine funktionierende Straßeninfrastruktur, die das aufnehmen kann, was wir an zusätzlichen Gütern auch haben, sonst funktioniert es nicht. Eine Y-Trasse hat Hamburg bis heute nicht mit Niedersachsen zusammen mit dem Bund hingekriegt. Nein, das ist ja genau das Thema. Alle sagen, mehr Güter auf die Binnenwasserstraßen, mehr Güter auf die Schiene. Und wenn es dann konkret wird, dann heißt es, wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Und das ist eine deutsche Mentalität, die ist relativ stark ausgeprägt. Und wir müssen als Wirtschaft auch mehr dafür werben, dass dieser vom Minister Buchholz eben zu Recht angesprochene neue Gleichklang zwischen Ökologie und Ökonomie, wir sind ja gar nicht gegen Umweltschutz und Umweltmaßnahmen, da sind wir, glaube ich, sogar in Europa als deutsche Wirtschaft oder jedenfalls auch wir als Hafenwirtschaft Vorreiter. Aber es muss wieder eine vernünftige Balance sein. Und neben den neuen Trassen wie Y-Trasse, die verhindert wird, aus Gründen, die ich eben gesagt habe, ist es ja noch ein zweiter Grund, weswegen die Verlagerung schwierig ist. Wir haben in Deutschland in den 60er Jahren entschieden, dass auf ein und der gleichen Trasse Personen- und Güterverkehr stattfindet. Das heißt, tagsüber hat der Personenverkehr, Pendlerverkehr, ICE Vorrang. Die Güterverkehre kommen dann nachts. Und dann ist aber der Aufschrei, oh, es ist so laut. Hm. Also bitte nicht auf die Gütertrasse. Da haben wir viel mehr Kapazität, als wir jetzt in Anspruch nehmen. Aber es ist lärmbeschränkt. Das heißt, diese Verkehre gehen dann auf den LKW und produzieren dort Lärm. Da gibt es aber keine Restriktion. So, und das führt dazu, dass die Straßen mehr abgenutzt werden, unnötigerweise, und mehr Staus gibt. Also wir haben keine vernünftige Balance in der Verkehrspolitik. Daran liegt das. Die Koalition will jetzt, Gott sei Dank, auf Bundesebene die Trassenpreise für den Güterverkehr auf der Schiene senken. Ich hoffe demnächst, dass die EU-Kommission das bewilligt, sodass wir dann unter Preisgesichtspunkten Anreize haben, vielleicht auch mit neuen Systemen, die betrieblich etwas teurer sind, aber durch die niedrigeren Trassenpreise mehr Verkehre auf die Schiene kriegt. Und da brauchen wir auch neue Technologien wie automatischere Ampelsteuerung, neue Zugsysteme. Die Akteure können dann, weil die Betriebskosten niedriger sind, Flüsterwaggons anschaffen, was die Deutsche Bahn schon im erheblichen Umfang gemacht haben. Und das ist ein ganz, ganz langer Weg, aber er dauert und wir müssen immer wieder für die Akzeptanz sorgen. Sie haben ja mit der Deutschen Bahn jetzt nicht gerade besonders tolle Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten, nicht? Also nee. Wenn man so an Sylt denkt und solche Sachen, die sind ja ziemlich hartleibig, wenn sie sich bewegen sollen, nicht? Na gut, in Teilen bewegen sie sich jetzt, da bin ich ganz dankbar. Also DB Netz hat gerade erklärt, dass sie in die Strecke, in die Marschbahnstrecke 160 Millionen Euro in den nächsten 3 Jahren investieren will, weil sie dankenswerterweise den Druck gemacht haben. So ist es. Nur durch ihren Einsatz. Es funktioniert nur auf Druck. Und ich meine, da müssen wir halt öffentlichen Druck machen. Das gilt im Übrigen auch für viele andere Maßnahmen, die wir brauchen. Es geht alles irgendwie bei uns nur notfalls mit viel Druck. Und in der Tat, also dass man im 21. Jahrhundert in einer Industrienation Bundesrepublik Deutschland Schwierigkeiten hat, Dieselloks auf einer Strecke nach Fahrplan fahren zu lassen, ist eigentlich ein Anachronismus, den man niemandem erklären kann. Brauchen wir nicht eigentlich eine größere norddeutsche Zusammenarbeit auch? In Hamburg wird diskutiert, den HVV auszuweiten. Sie haben, glaube ich, gesagt, Sie finden das nicht gut. Ihre Mitarbeiter sind, glaube ich, nicht immer so glücklich, wenn sie so viel Geld zahlen müssen, wenn sie mal von Hamburg nach Lübeck fahren wollen. Ja, wäre schon schön, wenn das ein Tarif wäre und sauber abgestimmtes Netz, das ist sicherlich so. Also ich habe ein paar Mitarbeiter, die auch aus Hamburg einpendeln, aufs Dorf da raus nach Lübeck. Und die sind immer sehr glücklich, wenn die mal wieder auf der Straße was los ist. Warum denken wir da nicht in größeren Zusammenhängen? Das denken wir, ja. Aber ehrlich gesagt, ob es jetzt ein HVV-Tarif ist oder ein Nordtarif, der dann eher auch für die ländlichen Regionen dieses Tarifbereichs passend ist. Denn der HVV-Tarif ist ein Stadttarif. Und den jetzt, ich sag mal, in die Fläche nach Schleswig-Holstein komplett auszuweiten, muss man einfach sagen, da passt der in weiten Teilen nicht. Deshalb
immer mal gesagt, das muss irgendwo eher in die Richtung gehen. Lass uns einen Tarifverbund schaffen mit einem Nordtarif. Da hat Hamburg jetzt nicht so große Lust daran. Irgendwie, also da werden wir weiter dran arbeiten müssen, weil in der Tat für den Pendler, der nach Lübeck auspendelt oder von Lübeck nach Hamburg einpendelt, der hätte gerne in der Tat ein einfacheres Tarifsystem, auch sicherlich einen besseren Fahrpreis. Wir versuchen da gerade auch mit Überlegungen zum Jobticket, auch mit Überlegungen zu anderen Ticketformen, gerade die Pendler ein bisschen besser zu bedienen. Und ich glaube, das kann in Teilen eben auch gelingen. Aber wir müssen vor allem auch erstmal dafür sorgen, dass die Verkehre stabil funktionieren, die wir da laufen haben. Und da waren wir vorhin bei der Deutschen Bahn, wo ich ja in der Tat mit Strafzahlungen gegen die DB Regio vorgegangen bin, weil sie einfach über Jahre hinweg nicht in der Lage ist, stabil im Takt nach dem Fahrplan zu fahren, sondern irgendwie Ausfallsituationen erzeugt, die katastrophal sind. In der letzten Woche war auf der Marschbahn im letzten Abschnitt zwischen Nibel und Westerland eine Pünktlichkeitsquote von 48%. 48%. 93% ist vertraglich geschuldet. Ja, da muss ich jetzt nicht über große Tariffragen nachdenken, sondern muss darüber nachdenken, wie ein großes Staatsunternehmen wie die Deutsche Bahn sich selbst bitte in die Lage versetzt, mit einem vernünftigen Instandhaltungswartungspersonalkonzept dafür zu sorgen, dass so eine Strecke anständig bedient wird. Und ich meine, das ist eine Aufgabe, wo man in Berlin auch mal sagen muss, der Eigentümer der Deutschen Bahn heißt Bundesregierung und Bund. Und da muss mal ein bisschen Druck gemacht werden, dass da was anderes läuft. Meine Herren, wir unterbrechen mal einen Moment, um die neuesten Nachrichten aus unserer M&E-Industrie aus dem Norden zu sehen. Standpunkte vor Ort. Am 16. August lud die Nordboard Jugendliche dazu ein, an besonderen Tüftelprojekten teilzunehmen und verschiedene Unternehmen aus ganz Norddeutschland kennenzulernen. Auch die Firma Gabler war mit dabei. Das Unternehmen ist führend in der Marinetechnik. Insgesamt konnten hier 10 Jugendliche ihr handwerkliches Geschick testen und ein kleines U-Boot-Modell herstellen. Die Unternehmen hoffen, mit dieser Initiative das Interesse an der Industrie und dem Handwerk wecken zu können. In Berlin wurde der Bildungsmonitor zum 15. Mal veröffentlicht. Die Vergleichsstudie untersucht, inwieweit die Bundesländer Bildungsarmut reduzieren, zur Fachkräftesicherung beitragen und Wachstum fördern. Hamburg konnte dabei in diesem Jahr gut abschneiden. Man kann unterm Strich sagen, Hamburg hat, was die Bildung angeht, viel richtig gemacht. Insbesondere im Bereich der schulischen Bildung wurde nicht nur viel investiert, sondern auch an den richtigen Stellen investiert. Trotz des guten Abschneidens der Hansestadt zeigt der Bildungsmonitor in fast allen Bundesländern Rückschritte. Vor allem in den Handlungsfeldern Schulqualität, Integration und Verminderung von Bildungsarmut verschlechterten sich die Ergebnisse deutlich. Ja, zurück im Studio, meine Damen und Herren. Nadelöhr Norddeutschland in der Verkehrspolitik ist heute unser Thema. Brauchen wir nicht eigentlich anschließend an das, was wir gerade diskutiert haben, dringend mal eine landesübergreifende Verkehrsplanung, gerade für Hamburg und Schleswig-Holstein, ist das nicht längst überfällig? Absolut. Nicht nur Hamburg-Schleswig-Holstein, da gehört die gesamte Metropolregion Hamburg mit dazu. Nur mal als Beispiel die Baustellenkoordinierung. Das kann nicht an der Hamburger Landesgrenze enden. Selbst in Hamburg an sich haben wir ja schon die verschiedensten Baulastträger, die sich abstimmen müssten. Die Bezirke, Hamburg Port Authority, LSBG, LBV, und das ist zu viel. Und dann noch über den Tellerrand hinausblicken, da müssen wir hin, auf jeden Fall. Warum klappt das nicht? Klappt. An bestimmten Stellen klappt. An welchen denn? Beim Eichamt? Nein, Entschuldigung, aber der von Gunter Bonz vorhin zitierte Verkehrskoordinator, der die A7 koordiniert, ist der gemeinsame Verkehrskoordinator von Hamburg und Schleswig-Holstein. Aber eine Landesplanungsbehörde gibt es nicht? Eine gemeinsame Landesplanungsbehörde gibt es noch nicht. Das stimmt, ist vielleicht auch politisch schwierig, aber ehrlich gesagt, lassen wir bei dem Beispiel bleiben, weil es so wichtig ist. Und da finde ich, sind wir besser, als manchmal gesagt wird. Hamburg und Schleswig-Holstein arbeiten über einen gemeinsamen Verkehrskoordinator. Und der hat auch Rechte. Und der darf auch mal sagen, nee, in dem Augenblick, in dem ihr von der A1 nach zum Horner Kreisel die Autobahn halbseitig sperrt, da könnt ihr nicht parallel in Schleswig-Holstein irgendwo die oder die Bundesstraße auch noch dicht machen. Und hängt sich da rein. Das war die Debatte in Basbüttel. Genau, das war die Basbüttler-Debatte, aber die hat dann ja auch wechselseitig durchaus dazu geführt, dass man sagt, okay, wir versuchen hier den einen oder anderen Kompromiss. Ich sag mal, auch Hamburg hat bestimmte Maßnahmen mal zurückgestellt, weil wir gesagt haben, wir sind auf der A1 dabei. Und an der A7 sieht man, dass so eine Verkehrskoordination nicht nur wichtig ist, sondern dass sie auch gut funktionieren kann. Wir müssen sie nur ausweiten. Wir sehen es beispielsweise im Bereich Schwerverkehr nicht. Da wird eher vermieden, dass
ein Schwertransport über das andere Bundesland geleitet wird. Es wird geblockt. No, das darf es nicht mehr sein, wenn diese Koordination nicht stattfindet. Aber das ist ein anderer Punkt bei dem Schwerlastverkehr. Die Baustellenkoordinierung in den überregionalen Achsen und auch die Planung der überregionalen Achsen findet ja statt, bundesweit und auch in Norddeutschland, und funktioniert. Das Problem ist was anderes, dass dann in den regionalen und in den kommunalen Bereichen, die nicht einbezogen sind, eigenständige Projekte gemacht werden, Ausschreibungen stattfinden, dann hat man feste Verträge und dann werden die Baustellen eingerichtet und dann meldet man sie auch an die entsprechenden Verkehrskoordinatoren, die dann gar nicht mehr eingreifen können. Und dann werden die Baustellen durchgezogen. Also die Stadt Lübeck reißt eine Straße auf, die eigentlich nicht aufgerissen werden dürfte, weil parallel an der Autobahn gleich gebaut wird, sozusagen. Und die Verträge sind fest abgeschlossen und man kann nicht mehr zurück. Da liegt das Problem. Das ist in der Tat etwas, wo man sagen muss, da müssen wir besser werden. Baustellenkoordination ist insbesondere vor dem Hintergrund, wenn wir Investitionen so hochfahren, wie wir das im Lande Schleswig-Holstein tun und in diesem und in den nächsten Jahren viel mehr bauen werden, dann müssen wir das stärker aufeinander abstimmen. Aber ehrlich gesagt, das ist ja kein Hexenwerk. Das kann man ja hinbekommen. Den Landesbetrieb Verkehr in Schleswig-Holstein zu koordinieren, mit den Kommunen, mit den Landräten enger zu verbinden, das ist der Versuch, den wir jetzt in den letzten Monaten unternommen haben. Und ich glaube, der hat für den Sommer diesen Jahres an ganz vielen Stellen auch sehr gut geklappt. Natürlich muss man aber auch zugestehen, wenn viel gebaut wird, bleiben auch viele Baustellen übrig. Und das ist nervig für mich als Verkehrsteilnehmer und für Logistiker natürlich ganz besonders, die davon leben, dass es so stattfindet. Es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, die Baustellen, an denen Infrastruktur jetzt wirklich nach vorne gebracht wird, sind mir lieber, als dass nicht gebaut wird und die Infrastruktur uns vor die Füße fällt. Aber die Schwerlastverkehrsthematik ist eine andere. Das hat nichts mit den Baustellen zu tun. Beim Schwerlastverkehr ist, wenn Sie von Würzburg in den Hamburger Hafen ein Schwergut transportieren wollen, brauchen Sie Genehmigung. Und zwar von jedem Bundesland, von jeder gegebenenfalls eigenständigen Kommune bis zu 20 Genehmigungen. Und dann fangen Sie bei der ersten Genehmigung an, haben bei der letzten eine Auflage und fangen dann wieder vorne an, diese Auflage bei der ersten Genehmigung wieder einzuarbeiten. Das dauert teilweise 4, 5, 6 Wochen. Das ist eine Katastrophe. Das Zweite ist, dass wir durch die Vernachlässigung der Infrastruktur Brücken haben, die diese Lasten nicht mehr tragen, Autobahnbrücken. 2/3 der deutschen Autobahnbrücken sind lastbeschränkt, sodass die Schwerlastverkehre runterfahren müssen von der Autobahn, durch Dörfer durch, dort eine neue Schwerlastverkehrsgenehmigung und dann wieder nach der Brücke rauf. Das ist das Problem. Und wenn dann noch in Hamburg das Terminal, was solche Güter abfertigt, von beiden Seiten durch eine falsche Hafenpolitik von der Infrastruktur abgeschnitten wird. Auf der einen Seite funktioniert eine Klappbrücke nicht und auf der anderen Seite macht man wegen einer Verlegung einer Straße praktisch den Zugang zu. Ja, dann haben Sie das Chaos für den Schwerlastverkehr perfekt. Und wir verlieren hier im Norden derzeit Schwerlastgüter an Antwerpen aufgrund dieser schlimmen Situation. Da ist Besserung versprochen, aber das ist wieder ein langer bürokratischer Weg. Wir hoffen darauf, dass das funktioniert, aber die Situation im Schwerlastbereich ist deswegen sehr, sehr dramatisch. Sie haben sehr schnell nach diesem schlimmen Genueser Autobahnunglück, diesem Zusammenbruch dieser Brücke gesagt, sowas wird bei uns nicht passieren. Wir sind da besser, wir kontrollieren, wir haben einen Blick auch selbst auf, ich sag mal, schwierige Bauwerke wie die Rader Hochbrücke etc. Kann man das so generell sicher sagen? Das ist das beste Wissen, das ich habe. Und ich glaube, nach bestem Wissen und Gewissen haben wir in Deutschland eine Anwendung von DIN-Normen, die uns verpflichtet, so ein Brückenbauwerk alle 6 Jahre einer Hauptprüfung zu unterziehen. Und wenn man dabei was feststellt, wie wir bei der Rader Hochbrücke, dann wird die Hauptprüfung sogar alle 3 Jahre durchgeführt. Alle 3 Jahre eine Hauptprüfung, die genau sagt, was muss jetzt wirklich noch ersetzt werden, was muss gemacht werden. Es wird immer an solchen Brücken was geben. Wir müssen mal Tragseile an der Fehmarnsundbrücke jetzt gerade erneuern, an der Rader Hochbrücke machen wir das auch. Aber ich habe mir gerade in den letzten Tagen noch mal wegen Genua auch richtig vorlegen lassen, wie genau wissen wir über den Zustand unserer Brücken Bescheid. 2500 Brücken im Lande Schleswig-Holstein, die alle Straßen und Wege irgendwie überführen. Davon ist eine einzige in einem ungenügenden Zustand, wird aber derzeit schon auch saniert. Die anderen sind sehr genau getrackt, sehr genau im Blick. Und deshalb sage ich mal, es muss sich eigentlich in keiner in Deutschland Sorgen machen, dass das passiert, was in Genua passiert ist. Jedenfalls nicht, wenn es ordentlich in der Überwachung ist und das den Eindruck habe ich. Meine Herren, wenn wir hier in 10 Jahren sitzen werden, was wäre das, was Ihnen am wichtigsten wäre in Sachen Verkehrspolitik bei Ihnen im Beritt im ganzen Norden, was vorangetrieben werden müsste und dann auch vollzogen und werden müsste und gelungen sein sollte? Herr Weidner.
Die Unternehmenslandschaft hat sich ja in den letzten Jahren völlig verändert. Mit Digitalisierung und Internationalisierung ist der dringende Druck, schneller zu sein, enorm geworden. Was wir vor 10, 15 Jahren in 2 Wochen gemacht haben, machen wir jetzt in 48 Stunden. Und da sind wir im Maschinenbau nicht alleine. Die Struktur muss da folgen, die Politik mit den Planungsthemen, die muss folgen, die Koordinierung, die nationale, überregionale Koordinierung mit Digitalisierungsunterstützung, das muss einfach geschehen. Da schüttelt die Industrie den Kopf und sagt, wieso geht das nicht? Wieso geht es bei uns und geht es bei der Verwaltung nicht? Ich hoffe, das ist in 10 Jahren anders. Herr Wiedesold, 2028, was muss bis dahin geschafft sein in Sachen Verkehrspolitik? Ganz einfach ein Autobahnring rund um Hamburg. Wir haben auf der einen Seite die A21 laufen, wir haben auf der anderen Seite die A20 dann möglicherweise laufen, hoffentlich laufen. Das ist primär für die Entlastung der Metropolregion Hamburg selbst zwingend erforderlich. Das hat Jahrzehnte gedauert. Ich hoffe, dass wir dann ein Stück weiter sind oder schon fertig sein werden. Auch mit Projekten wie der sogenannten Hafenquerspange, über die ich auch schon 40 Jahre Unterlagen in den Akten habe, dass diese Trasse dann fertig ist. Eine neue Kühlbrandbrücke oder lieber eine Untertunnelung. Das sind Projekte, die auch wirklich dann fertig sein sollten. Wir haben vor Jahren schon gesagt, mit der Planung einer neuen Kühlbrandbrücke jetzt beginnen. Wir sind wieder 5 Jahre weiter. Ich hoffe, es ist dann alles im Lot. Herr Buchholz, noch ganz kurz. In 10 Jahren, 2028, weihen Sie den Tunnel oder Ihr Nachfolger ein? Also Dänemark? Erstens, wir haben ein neues Planungsrecht, ein beschleunigtes Planungsrecht, ganz wesentlich. Wir haben eine Nordumfahrung Hamburg jedenfalls mal im Bau, richtig? Nicht nur mit Baurechten, sondern im Bau. Ob wir den Tunnel durch die Elbe westlich von Hamburg in 10 Jahren fertig haben werden, da habe ich so meine Zweifel. Die Fehmarn-Belt-Querung ist mindestens mal im Bau oder ist unterwegs. Und wir werden dann immer wieder natürlich auch Sanierungsmaßnahmen haben. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz guter Dinge, dass wir das voranbringen können, weil wir zurzeit, jedenfalls bei uns im Norden, in Jamaika, in Schleswig-Holstein, den politischen Willen und auch die monetären Mittel haben, um die Infrastrukturausbauthemen tatsächlich voranzubringen. Verkehrsinfrastruktur um den Hafen 2028, sieht die besser aus? Elbvertiefung fertig, A7 hoffentlich dann ohne Baustellen fertig, A1 mit dem Direktzubringer hoffentlich fertig und die Hafenquerspange A26 hoffentlich sich fertig und die A20 zumindest weitergeführt über Bad Segeberg zur A7 hinaus. Wenn das in 10 Jahren erreicht ist und Fehmarn-Belt mit dem Bau begonnen worden ist, dann glaube ich, haben wir gute Perspektiven. Das wäre mein Wunsch. Das ist ein schönes Schlusswort, meine Herren. Ich danke Ihnen für diese Debatte heute Abend. In 10 Jahren dann hoffentlich etwas mit weniger Kritik und etwas gelassener und so, dass wir alle mit der Verkehrsinfrastruktur zufriedener sind. Meine Damen und Herren, am 26. September geht Standpunkte TV wieder auf Sendung, damit einer Debatte über Social Media, die Chancen und Risiken für Unternehmen, Institutionen, aber natürlich auch für jeden einzelnen User im Netz. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Spätsommer, möglichst ohne lange Staus oder ausfallende Züge und bleiben Sie der norddeutschen M&E-Industrie gewogen.